Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ich wünsche dir, dass du heute nicht nur ein Erlebnis hast während dieser Predigt, sondern dass du wirklich Mut fasst, etwas mit dem lebendigen Gott zu erleben. Gott hat eine Ordnung auch in deinen Körper geschaffen. Und wenn die in Unordnung ist, er ist der, der es wiederherstellen kann. Glaube es. Glaube es. Gottes Kreativität für Heilung. Gott ist kreativ. Ist das nicht wunderbar? Gott heilt nicht nach irgendeinem Schema. Gott tut nicht irgendwie sagen, ja, das hat mal funktioniert, das mache ich wieder so. Jede Krankheit mit dem gleichen Ablauf. Ja, Erkältung mache ich so, Kreislaufprobleme mache ich so und das mache ich so und das mache ich so. Nein, Gott hat wirklich Fantasie, jede Menge, und er ist richtig kreativ. Gott heilt nicht aus irgendeiner Erfahrung, wie wir es machen. Wir machen immer gerne aus Erfahrungen und sagen, das hat funktioniert. Und ich habe letzt etwas miterlebt, ein Heilungsgottesdienst, nicht hier in der Gegend, und so viele wurden geheilt. Und der nächste Tag genau das Gleiche und kaum einer wurde geheilt. Und da fragt man sich, das ist nicht Gott, sondern das ist, wie Gott uns sagt, ich mache Heilung, ich wirke Heilung und nicht ihr. Wenn wir das Schema hätten, wie man Kranke heilt, ich glaube, wir würden das wirklich am Fließband tun, aber das will Gott nicht. Er ist souverän, er möchte das tun, so wie er es eigentlich vorhat. Und ich glaube, so bei mancher Heilung hat er so ein Lächeln auf dem Gesicht und sagt, jetzt mache ich es mal wieder richtig anders. Gott heilt nicht aus Erfahrung, sondern er heilt wirklich aus seiner Souveränität heraus. Die Basis für den Sieg am Kreuz ist, alles ist möglich. Alles ist möglich. Der Sieg ist die Basis für jede Heilung, für jede Errettung. Ich sag dir, gute Voraussetzungen für Heilung ist, traue Gott alles zu. Wirklich alles. Alles. Traue es Gott zu, nicht, ach Gott, das ist dir viel zu groß, ach Gott, das willst du gar nicht, ach Gott, ich bin doch niemand, du musst doch nicht bei mir. Nein, traue ihm alles zu jeder Zeit. Das Unmögliche wird möglich, glaube das, dass bei dir auch das Unmögliche möglich wird. Kannst du das glauben? Das Unmögliche, nicht das, was du sagst, ah, das bekomme ich vielleicht auch hin. Nein, und ihr Lieben, was auch wichtig ist, eine Voraussetzung für Heilung, dass unser Leben aufgeräumt ist. So wie deine Wohnung aufgeräumt sein sollte, ist es aber auch gut, wenn dein Leben aufgeräumt ist, wenn du wirklich vor Gott alles klar gemacht hast. Herr, vergib mir. Herr, da habe ich Mist gebaut, dort habe ich Mist gebaut. Vergib mir, dass du wirklich eine Beziehung zu ihm hast. Und dann, was ich immer wieder sage, eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung, nicht einfach Gott, gib halt, wenn du so viel hast und mach halt, wenn du willst, sondern eine Erwartungshaltung. Ich glaube, dass es geschieht. Und wenn es morgen geschieht, ist noch viel schöner. Jetzt gleich, das wäre fantastisch. Aber Herr, Zeit und Stunde überlasse ich dir, aber ich danke dir dafür. Du wirst es tun. Glaubst du das? Sagst du da? Amen. Ja, das glaube ich. Und ohne Lösungsvorschriften. Wisst ihr, wir Menschen, ich kenne mich auch, ich würde gern Gott vorschreiben, Herr, es wäre richtig schön, wenn du das so heilen würdest. Wir bekommen oft auch Gebetsanliegen. Es wäre ein großes Zeugnis für unseren Nachbar, dass er Jesus kennenlernt, wenn Gott mich so und so heilen würde. Also wird vorgeschrieben, Gott macht das so, dann wird es was ganz Gutes.
Und Gott hat andere Pläne als wir. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja, es ist wie eine Vater-Kind-Beziehung. Wie mit Vater und Kind zu unserem Gott, zum Herrn Jesus. Das ist so richtig, wo man so richtig sich umarmt und sagt, oh Gott, danke, dass du mich liebst. Gott überrascht sehr gerne. Sehr gerne überrascht er uns und er macht es aus lauter Liebe. Und ich glaube, wenn es uns mal so richtig bewusst würde, wie viel Gunst wir auch haben, so richtig kleine Dinge, wo wir sagen, das ist doch normal. Was ist eigentlich normal? Erst wenn es uns fehlt, merken wir, was wir als normal eintaxiert haben. Ist es nicht so? Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus Markus 9, Vers 22 und 23. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust, sagt Jesus. Der, welcher alles geschaffen hat, kann auch für dich ein kreatives Wunder tun. Und ich sag dir, lass dich überraschen, wie Gott dich heilt. Und ich möchte viele, viele Beispiele bringen. Ich habe hier dieses Bild gewählt. Also die Heilung kommt jetzt nicht per Kiste oder per Amazon. Aber so den Ausdruck von diesen Menschen hat mir gefallen. Ja, das ist das, was ich brauche. Und ich glaube, diesen Schrei würde ich gerne von dir hören. Ja, Gott ist genau das, was ich brauche. Und er hat genau das getan, was ich brauche. Und ich sage dir, kreativ, Gott ist kreativ. Ich habe schon miterlebt, wie Menschen, Organe sowas von geheilt wurden. Und auch haben wir mal ein Zeugnis bekommen, ärztlich bestätigt. Da ist jemand zum Zahnarzt und hat auf einmal Goldfüllungen in den Zähnen drin gehabt und hat gefragt, welcher Kollege die gemacht hat. Und die waren einfach da. Und das sind so kreative Wunder, die kann man nicht erklären, aber Gott kann alles tun. Und Blinde sehen werden. Und ich weiß nicht, wieso das im Ausland besser geschieht wie im Inland. In Afrika werden viele Blinde geheilt, auch in Indien. Ich selbst durfte mal ein Werkzeug sein für einen Doktor, Dr. Higgins, ein Doktor der Theologie, war eingeladen in Indien, Kalkutta, in seiner Gemeinde. Die hat 5000 Mitglieder und kam vom Flugzeug, komm doch schnell in die Gemeinde und ja, du kommst von Deutschland und wisst ihr, 10 Stunden Flug hinter sich. Gleich auf die Bühne, von Deutsch auf Englisch. Und ja, wenn man jahrelang nicht mehr Englisch gesprochen hat, ja, muss man erst sich mal wieder warm laufen. Ich komme auf die Bühne und Gott sagt mir, da wird jemand geheilt am Augapfel. Und wusste den Namen auch nicht, aber in mir hieß es Eyeball. Dann habe ich gefragt, wisst ihr, was Eyeball ist? Ja, ja, da hat es gepasst. Das war für mich das Wunder. Und ja, und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, es wird geheilt und er war in Behandlung, musste weit wegfliegen für die Behandlung, zum Scannen und alles Mögliche und sagt, er sieht alles doppelt, er hat da ein Geschwür im Augapfel oder hinterm Augapfel und ja, ich habe gesagt, Gott hat dich berührt, Gott hat es mir gezeigt. Und wir waren ungefähr eine Woche dort und als wir gegangen sind, hat er nicht mehr doppelt gesehen. Gott ist so kreativ. Das ist nicht irgendwas von der Liste. Und ich habe euch so viele Beispiele mitgebracht, die mich begeistern. Und zwar, in Israel, als wir eine Israelreise gemacht haben, was wir ja jährlich zweimal tun, und das ist so ein bisschen mein Favorit. Und da war eine Frau, die hatte eine Hüfteprobleme und ist sehr schwer gegangen und sagt, sie könnte nicht mit mir beten, das tut alles so weh und ich erwarte ein Wunder. Und dann natürlich beten wir auch in Israel und da geschieht auch viel, aber es geschah nichts. Und irgendwo
tat mir die Frau auch leid und habe gedacht, Mann, was habe ich falsch gemacht beim Beten und so, da kommt ja das auch dann gern mal wieder hoch, hat man was falsch gemacht. Was war? Wir hatten den letzten Tag und der letzte Tag ist immer schmerzhaft, weil das sinken dann die Hoffnungen. In Israel werde ich geheilt, werde ich gesegnet, bekomme ich eine Lösung und so weiter. Der Bus stand oben und die Frau sieht, alle sind im Bus und sie muss auch noch mit und wir haben ja gewartet und geht den Hang hoch. Und das war so ein Bedouin-Weg. Ich weiß noch im Kibbutz, wo wir am See Genezareth sind. Und die Frau fällt auf den Betonboden. Wir sind im Bus und sagen, ach nee, nicht gerade die. Warum jetzt gerade die Probleme hat? Die Frau steht auf, sagt, alles gut, ich bin geheilt. Das sind kreative Wunder. Ich sage dir jetzt nicht, fall hin und alles wird gut, aber das sind kreative Wunder, wo Gott Wunder tut. Und ich habe selber auch eins erlebt. Ich habe als Kind einen Sportunfall gehabt, weil ich ja schlecht gesehen habe. Habe ich volle Kanne auf den Torpfosten und hatte hier eine Riesennarbe und so einen richtigen Badischhubel, also so eine Wölbung. In den älteren YouTube sieht man die wahrscheinlich sogar noch. Und ich hatte das Verlangen, so ein bisschen Freizeit, die bei uns wenig ist, aber ja, ein Motorrad. Also ein bisschen mit Motorrad durch die Welt, also nicht Welt, also um die Gegend rumfahren. Und habe meinen Schwiegersohn gebeten, der Motorradfahrer ist, geh mit mir in den Laden, wir kaufen einen Helm. Und dann bringt sie den größten Helm. Und der war zu klein. Aber sie haben es geschafft, den mir aufzusetzen. Ich habe gedacht, das tat weh. Ich habe gedacht, aus dem Ding kommst du nimmer raus. Weil, also, da hat man mich hochhalten können. Also, so hat es geklemmt. Aber ich hatte nach dem Helm runternehmen einen Riesenschmerz in der Stirn. Das hat gebrannt. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Narbe, die muss mit dem Helm nochmal irgendwo gebrochen sein oder aufgegangen sein und ist wieder richtig zusammengewachsen und jetzt tut es nimmer weh und sieht ja auch ordentlich aus, oder nicht? Das sind so Wunder, wo ich sage, Gott, du bist genial. Also, was da alles ist. Und ja, wie war es beim Naaman? Naaman war aussätzig, er kam von Syrien, hat gar nicht dazugehört und dann wurde ihm gesagt, tauch dich 7-mal im dreckigen Jordan unter. Ja, so ein hoher Herr im Jordan untertauchen, das wäre heute auch für unsere Politiker nichts. Vielleicht täte es ihnen gut, aber ja, aber er hat es gemacht und er war rein vom Aussatz. Wie wunderbar, das sind wirklich Wunder, die wir in der Bibel lesen, die nicht einfach so wie ein Katalog geschehen sind. Die Heilung von dem Diener, vom Hauptmann von Kapernaum, der kommt, das war ein römischer Offizier, kein Christ und kein Jude, der kommt zu Jesus und sagt, sprich nur ein Wort und es geschieht. Sprich nur ein Wort. Du sagst, die Heilung hätte ich am liebsten, weil da muss man nicht viel tun. Er hatte einen Glauben, mehr Glauben als die Pharisäer, mehr Glauben vielleicht als seine eigenen Leute. Und es geschah. Die Heilung einer blutflüssigen Frau. Sie war da, hatte all ihr Hab und Gut ausgegeben, konnte nicht mehr zum Doktor, es hat eh nichts geholfen bei ihr. Ich sage nicht, dass Doktor nicht gute Arbeit macht, aber bei ihr steht es in der Bibel. Und Jesus kam. Und wisst ihr, was mir heute Nacht so aufgegangen ist? Es steht in der Bibel, dass sie den Saum des Gewandes von Jesus berührte und wurde gesund. Und Jesus sagte, wer hat mich angerührt? Seine Leute haben zu ihm gesagt, wie kannst du das sagen? Da hat es hunderte Leute, die dich irgendwo berührt haben. Aber die eine Frau hat ihn im Glauben berührt und eine Kraft ging von ihm aus und sie wurde geheilt.
Und all die anderen, die hatten ein Erlebnis. Ich wünsche dir, dass du heute nicht nur ein Erlebnis hast während dieser Predigt, sondern dass du wirklich Mut fasst, etwas mit dem lebendigen Gott zu erleben. Ja, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Jesus ging dorthin und die Tochter war gestorben. Und was hat er gesagt? Sie schläft nur. Er wurde ausgelacht. Würdest du vielleicht auch schon ausgelacht wegen deinem Glauben? Er wurde ausgelacht. Und wir wissen, die Tochter stand auf. Er hat all diese Leute, die gelacht haben, aus dem Haus. Die Tochter stand auf und war gesund. Die Heilung des Menschen mit der verdorrten Hand. Und da kommt etwas ins Spiel, was ich euch wirklich sagen möchte. Viele Heilungen geschehen, indem wir einen Glaubensakt machen. Da heißt es, und er befahl, streck deine Hand aus. Der hätte sagen können, es geht nicht. Du weißt das doch, mit der Krankheit kann ich das nicht. Er hat gesagt, streck deine Hand aus. Und er hat es gemacht und wurde geheilt. Blinde in Bethsaida, er wurde geheilt, aber auf eine ganz andere Weise. Und ich glaube, die meisten von uns wissen es wie? Mit Speichel. Könnt ihr euch vorstellen, heute würden wir einen Heilungsgottesdienst machen oder Heilungstage und würden sagen, jeder, der schlecht sieht, wir machen jetzt mit Speichel das Ganze. Ich denke, dass ein paar schon kommen würden aus Verzweiflung, egal wie, aber ich will geheilt werden. Es war Speichel. Das könnten wir uns heute vielleicht vorstellen, aber in unserem Land mit Gesundheitsamt und Hygiene und so weiter, glaube ich, wäre das schon schwierig. Aber damals ging es. Könnt ihr euch vorstellen, in der Pandemie mit Maske und Speichel und das raus, das rüber, das hoch, das. Ja, aber es war eine Heilung, wirklich kreativ. Ganz anders, wie man sich's vorstellt. Die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Der lag 38 Jahre da, nichts ist passiert. Ab und zu kamen Engel und dann wurde einer geheilt, aber er nicht. Und Jesus kam und hat gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Steh auf, das heißt wieder eine Aktion. Hätte auch sagen können, jetzt liege ich 38 Jahre da. Also selbst du musst begreifen, dass ich das nicht kann. Nein, er hat einen Glaubensschritt gemacht und ist aufgestanden. Und das Ganze noch am Sabbat, das heißt, Jesus ging über alle religiösen Regeln hinweg und hat gesagt, du bist mir wichtiger wie alle religiösen Regeln und hat ihn geheilt. Und die Auferweckung des Lazarus, wir können das, wir kennen das. Ja, Lazarus ist gestorben, der Liebling seiner Freunde Maria und Martha und dann hat es, er stinkt schon. Das heißt, für die war die Sache erledigt, geht nichts mehr. Und Jesus sagt, roll den Stein weg. Er hat erst gesagt, roll den Stein weg und dann Lazarus, komm heraus. Den Stein weg, das heißt, das konnten die tun, die dort waren. Und Lazarus, komm heraus, das musste der Lazarus. Er hätte ja auch rausrufen können, ich bin doch tot. Nein, Lazarus, komm heraus. Und ich sehe hier, dass wir wirklich da was tun müssen und tun sollen, wenn wir Heilung möchten, bereit sein für eine Heilung, die in einer Art und Weise geschieht, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Und ich sage dir, trau dich nicht irgendwelchem Hokuspokus an oder was es da alles für Zeug gibt, sondern deinem liebenden Gott. Er möchte dich heilen. Und ich sollte bitten, wir haben vier wunderbare Zeugnisse, wir haben viel, viel mehr, aber vier wunderbare Zeugnisse, die auch sowas bezeugen. Das erste, ich finde alle gut, aber das erste, was eine Spinne für Auswirkungen haben kann, ihr werdet es nicht glauben.
Ja, dieses Zeugnis hat uns eine Frau aus Österreich geschrieben. Und sie schreibt, bei einer Predigt von euch hat der Herr meinem Mann einen Bandscheibenvorfall im Halswirbel wieder eingerenkt, und zwar mit Hilfe einer Spinne, die sich beim Lesen von oben herniederließ. Durch die ruckartige Bewegung des Schreckens gab es einen Knacks, und ab dem Zeitpunkt hatte er keine Schmerzen mehr. Halleluja. Das ist doch wunderbar. Kann man sich nicht vorstellen. Aber du hast noch mehr solche. Ja, ein Mann schreibt uns, ich bin gebürtiger Österreicher und lebe seit 2003 in Bayern. 2007 hatte ich einen Schlaganfall. Der Arzt stellte meinen Tod fest. Ich lebe immer noch. Ich danke euch für euer Wort und danke Gott und Gottes Segen. Wie wunderbar. Eine Frau schreibt uns, vor circa 14 Tagen wandte ich mich mit einem Gebetsanliegen an sie. Mein 7 Monate alter Enkel ist am ganzen Körper von schwerer Neurodermitis geplagt. Ihr aufbauender Brief, den sie mir daraufhin geschrieben haben, gab mir Trost und Hoffnung. Es ist ein Wunder geschehen. Niemand konnte dem Kleinen bisher helfen. Es gibt aber eine Privatklinik, die auf solche Fälle spezialisiert ist. Es wurde dort schon mehreren Kindern geholfen, so dass diese Krankheit für immer verschwunden ist. Allerdings kostet diese 3-wöchige Behandlung 10.780 Euro. Für uns war das Utopie, dachte ich. Heute erhielt ich einen Anruf. Ein älterer Herr, bei dem ich manchmal im Haushalt helfen, sagte mir, dass er die Kosten für die Behandlung übernehmen würde. Ich kann es immer noch nicht glauben. Meine und Ihre Gebete sind auf so wundervolle Art und Weise erhört worden. Ich bin so dankbar und auch Ihnen dankbar für das Gebet. Die regelmäßige Post, die ich immer von Ihnen erhalte, ermuntern mich immer wieder, die Hoffnung und den Glauben nicht aufzugeben. Unser Gott ist wirklich kreativ. Und noch eines. Mein Sohn hatte durch die Pandemie keine Arbeit mehr und wurde sehr depressiv. Ich schlug ihm vor, ein Gebetsanliegen zu schreiben und an euch zu schicken. In Gedanken formulierte er einen Text und wollte gerade das Gebetsanliegen ins Internet schreiben. Da klingelte sein Handy. Ein Bekannter, mit dem er eine lange Zeit nicht mehr gesprochen hatte, meldete sich. Er bot ihm genau den Job an, den er so dringend brauchte. Er hat eine sehr gute Bezahlung und Spaß an seiner Arbeit. Ich danke Jesus Christus von ganzem Herzen. Vielen Dank, Isolde. Das begeistert mich. Und das erleben wir in letzter Zeit so oft, wie Menschen, wenn sie sich entscheiden, ein Anliegen wegzuschicken, dann in dem Moment kommt die Lösung. Das haben wir jetzt so oft schon bekommen und ja, sich entscheiden. Und ich sage dir, sei in Erwartungshaltung. Und wenn du anfängst, ein Gebetsanliegen aufzuschreiben und sagen, ich schreibe das, damit die beten, nicht wir sind das, aber Gott sieht dann schon das Herz, da ist Erwartung da. Da ist Erwartung da. Ich möchte zum Abschluss noch eine Geschichte sagen, die mich auch sehr berührt hat. Da war Erwartung da nach einem Gottesdienst in Zürich. Als wir da eine Veranstaltung hatten, kam eine Mutter mit einer jungen Frau, die Profisportlerin im Fechten war. Und sie sagt, die Tochter hat einen Unfall und sie kann ihren Sport nicht mehr ausüben und keine ärztliche Hilfe möglich. Und könnten Sie mal für sie beten? Und ich muss ehrlich sagen, wir beten gerne und tun das auch gerne nach den Gottesdiensten. Aber ich wurde abgelenkt, weil irgendwie das Team hat abgebaut von der Veranstaltung. Irgendwo wurde ich abgelenkt. Ich habe also ein sehr kurzes Gebet gebetet, dass diese zwei enttäuscht waren. Sie haben geschrieben, sie sind sehr enttäuscht nach Hause gegangen. Sie sind den ganzen Gottesdienst da gewesen, haben um ein Gebet gebeten und dann war das Gebet so kurz. Aber sie haben gesagt, als sie zu Hause ankamen, war die Tochter geheilt und kann ihren Profisport wieder weitermachen.
Gott ist so kreativ. Gott braucht eigentlich uns nicht, aber es ist schön, dass wir mit dabei sein dürfen. Das war wirklich, wirklich wunderbar. Ich könnte euch noch viele, viele Dinge sagen, aber ja, die Zeit ist auch rum. Aber ich sag dir, Gott möchte auch dich berühren. Schau auf unserer Internetseite vorbei, da haben wir sehr viele Zeugnisse, wie Gott Menschen berührt hat. Und das ist so wunderbar. Ich möchte schließen mit den Worten: Bleibe in der Erwartungshaltung und erlebe Gottes Kreativität für dein Wunder. Bleibe in der Erwartungshaltung. In der Erwartungshaltung und erlebe Gottes Kreativität für dein Wunder. Schreib ihm nicht vor, wie er es zu tun hat. Und er weiß ganz genau, wo deine Vene, deine Arterie ist. Er weiß, wo dein Herz ist. Und letzt hatte ich einen Menschen, der hat gesagt, Gott sei Dank ist Ordnung in einem Menschen drin, dass der Doktor nicht überall suchen muss, wo bei dem Menschen das Herz ist. Beim einen ist ein Fußzeh, beim anderen rechts, beim anderen links. Nee, Gott hat eine Ordnung auch in deinen Körper geschaffen. Und wenn die in Unordnung ist, er ist der, der es wiederherstellen kann. Glaube es, glaube es. Aber wichtig, das Allerwichtigste ist, dass du Jesus sagst, Jesus, ich möchte mit dir leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde und ich möchte einfach mit dir leben. Ist das nicht wunderbar? Gott ist groß. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.